Einen wunderschönen Sonntagabend und willkommen zur 242. Folge der Honigwabe. Und damit auch willkommen an meinen fabelhaften Co-Host Kasper. Jo, hallo Schlomo, hallo liebe Zuschauer. Ganz, ganz wichtig auch, ihr seht es schon im Titel, Spendenstream. Heute mal wieder nach etwas längerer Zeit ein Spendenstream. Wir haben zuvor noch überlegt, wie machen wir das am besten mit der Kohle. Und wir haben uns jetzt auf Folgendes geeinigt. Wir werden heute die Hälfte der Einnahmen der Loretta zuspielen. Das ist die 16-Jährige, um die es später gehen wird. Die ist übrigens extremst basiert. Ich empfehle da jedem jetzt schon den Junge Freiheit-Artikel, den ich später nur in Teilen vorlesen werde. Aber mindestens 1.000 Euro. Also das heißt, wenn heute 750 Euro zusammenkommt, dann packen wir 250 noch oben drauf. Und das geht ab an Loretta. Sollten 1.200 zusammenkommen, dann kriegt sie ja 1.000 und den Rest teilen wir. Von daher nochmal, also die Regel heute lautet, halbe halbe, aber mindestens 1.000 Euro gehen an Loretta. Das muss einfach honoriert werden. Also gerade auch, dass sie jetzt so krass medial im Fokus steht. Ich denke, es ist wichtig, so einer Person, die, wie gesagt, jetzt auch extremst medial präsent ist, der unter die Arme zu greifen. Und ich denke, mit 16 Jahren kann man mit 1.000 Euro oder mehr, wir gucken mal, eine Menge Spaß haben. Ja, nur, dass ihr Bescheid wisst, Freunde, das die Regeln für den heutigen Stream. Dann kommen wir jetzt zu der Schlümpfe-Story und das ist echt der bekloppteste Scheiß, den man sich nicht ausdenken kann. Los ging es mit diesem Artikel der Jungen Freiheit. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, was meiner Tochter angetan wurde. Der Artikel erschien in seiner ursprünglichen Fassung am 13., also am Mittwoch. Und alle, die es nicht mitbekommen haben, die fragen sich jetzt natürlich, was wurde der Schülerin da von wem angetan? Welche Straftat, welches Verbrechen hat diese Schülerin begangen, für das sie dann zur Rechenschaft gezogen wurde oder so? Ich kann erstmal grundsätzlich Entwarnung geben. Es geht hier nicht um irgendwelche lustigen islamistischen Vorfälle oder darum, dass eine Lehrerin, wie zum Beispiel die Frau Birgit Ebel aus NRW, von ihren muslimischen Schülern als Judenhure beschimpft wurde. Wegen Lappalien dieser Art wird in diesem Land kein Schüler noch in der Schule von der Polizei belästigt. Nein, die Schülerin, um die es heute geht, dabei ist ihr Name bekannt, habe ich gerade schon erwähnt, Loretta, die hat auf TikTok ein paar Videos gepostet. Ich lese mal kurz aus dem Artikel der Jungen Freiheit vor. Während Miriam morgens, da sind übrigens noch die alten Namen drin, die Junge Freiheit hat mittlerweile die echten Namen publik gemacht, sie haben aber gesagt, dass sie die alten Namen beibehalten, um diesen Beitrag so beizubehalten, wie er ursprünglich formuliert wurde. Während Miriam morgens in der Schule sitzt und büffelt, greift Schuldirektor Jan-Dirk Zimmermann zum Telefon. Gegen 9.45 Uhr informierte der Schulleiter die Polizei über einen möglicherweise strafrechtlichen Sachverhalt, erklärt Marcel Opitz, der Pressesprecher der zuständigen Polizeiinspektion Stralsund, der Jungen Freiheit den Ablauf des Geschehens. Demnach lägen Informationen vor, wonach eine 17-jährige Schülerin mutmaßlich verfassungsfeindliche Inhalte in sozialen Netzwerken verbreitet haben könnte. Es wurde ein Funkwagen zur Schule entsandt, um diesen Sachverhalt zu prüfen. Ich meine nicht, dass die noch ausbüchsen, nicht, dass die sich noch ins Ausland absetzt oder so, bevor man deren habhaft werden kann. Das hat man übrigens erfolgreich verhindert. Aber dazu kommen wir noch. Ja. Was genau da jetzt vor Ort geprüft wurde, das erfährt man leider nirgendwo. Die Polizei kam am Ende aber zu folgendem Ergebnis. Ja, ich zitiere. Die Beamten nehmen den Sachverhalt auf, doch ein Anfangsverdacht einer Straftat konnte mithin nicht festgestellt werden, sagt Pressesprecher Opitz. Aber was zum Geier war denn jetzt der Grund dafür, dass da überhaupt drei Polizeibeamte zur Schule gefahren sind? Ich zitiere weiter. Meine Tochter, sagt die Mutter, hatte vor einigen Monaten auf TikTok ein Schlümpfe-Video gepostet. Da heißt es, dass die Schlümpfe und Deutschland etwas gemeinsam haben. Die Schlümpfe sind blau und Deutschland auch. Das war wohl ein witziger AfD-Werbespot. Und dann hat sie einmal gepostet, dass Deutschland kein Ort, sondern Heimat ist. Diesen Post mit der Heimat, den konnte ich übrigens nirgends finden, aber der Beitrag mit den Schlümpfen, der wurde mir zugesendet. Liebe Grüße an V an dieser Stelle und den Beitrag können wir uns jetzt alle mal gemeinsam reinziehen. Ja,
wer hätte gedacht, dass man mit diesem Schlumpfvideo trotz der Musikauswahl und der Lautstärke keinen Straftatbestand erfüllt. Ja? Die Mutter sagte zu dem ganzen Sachverhalt dann am Mittwoch Folgendes: Das ist eine heftige, mit Verlaub, Stasi-Scheiße. Ich hätte das in meinem ganzen Leben nicht für möglich gehalten, was meine Tochter hier angetan wurde. Und Freunde, das war's. Ich erzähle euch jetzt nicht noch, wie die Kleine zu Hause in der Garage Sprengsätze gebastelt hat oder so. Es gibt nichts weiteres, was irgendwie relevant wäre. Loretta soll besagte zwei Beiträge gepostet haben. Beide nicht mal mit viel Fantasie in irgendeiner Form strafrechtlich relevant. Diese Beiträge hat dann eine Hinweisgeberin, ich habe leider vergessen, aus welchem Artikel ich diese Info hatte, aber in einem Artikel war von einer Hinweisgeberin die Rede. Die soll den Schuldirektor darauf aufmerksam gemacht haben und dieser, ein gewisser Jan-Dirk Zimmermann, der hat dann die Polizei gerufen. Das ist ein ausgewachsener Mann, der ist keine 12 oder so. Der ist, wie alt ist der Schlomo? Vielleicht Ende 40. Dieser 50-Jährige sieht ein Schlümpfe-Video und denkt sich, bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr, bitte helfen Sie mir. Und ruft dann die Polizei, Freunde. Wegen eines Schlümpfe-Videos. Die kommt dann auch noch. Ja. Das ist halt eine Geschichte, also ungefähr auf dem Level von dem, was man in China erwarten würde. Ne? Dass die Polizei einfach mal kommt, im Endeffekt um eine Art Ohrfeige zu erteilen. Nicht, weil du irgendeine Straftat begangen hast. Mach es so unangenehm wie nur irgend möglich für einen, erziehe Hunderte. Ja, genau. Und auch die Kleine selber ist dadurch dann hoffentlich mal gemaßregelt. Ich meine, in dem Fall war es dann glücklicherweise nicht der Fall, aber viele Leute würden sich davon beeindrucken lassen. Ne? Oh, die Polizei kommt in die Schule. Ne? Ich werde hier öffentlich vorgeführt. Ja, im Endeffekt einfach nur, hey, was hast du denn da gepostet? Ne? Hier sind mal die Behörden. Wir wollen mal mit dir reden. Was hast du denn da gepostet in den sozialen Medien über den Oppositionskandidaten oder so? Ja, na zumal, das war vorher nicht nur so eine Line, die ich hatte, das war nicht ein blöder Witz. Mir ist bezüglich der Berichterstattung, insbesondere aus NRW aus den letzten Monaten, mit diesen islamistischen Vorkommnissen an den Schulen nicht bekannt, dass da jemals die Polizei kam. Also zumindest nicht in den Unterricht. Ja? Mir ist auch nicht, also ich meine, das ist ja nicht der einzige Fall dieser Art. Ne? Das gab es ja irgendwie in fünffacher Ausführung oder so die letzten 2 Jahre. Mir ist bei keinem davon bekannt, dass die Bullen gekommen wären. Richtig. Gut, der große mediale Streitpunkt war dann übrigens nicht wie ausgeprägt die Nazi-Psychose bei diesem Schulleiter auf einer Skala von 1 bis Georg Restle war, sondern wie der genaue Ablauf auf dem Schulgelände mit diesen Polizisten war. Die Junge Freiheit hat anfangs geschrieben, ich zitiere, die Hüter des Gesetzes machen sich also auf zum Chemieraum, denn dort wird gerade Miriam unterrichtet. Miriam, die eigentlich Loretta heißt. Meine Tochter erzählte mir später, dass die drei Polizisten mit Herrn Zimmermann plötzlich vor dem Chemieraum standen und sie abholten. Das ist das, was mich so unfassbar wütend gemacht hat. Die Mutter schildert weiter, dass ihre Tochter von den Beamten eskortiert wurde, als ob sie eine Verbrecherin sei. Durch die ganze Schule hindurch, das sind über 500 Schüler drauf. Es ist unglaublich. Und dann ging es das ganze Schulgebäude hindurch zum Lehrerzimmer. Und der mediale Streit entbrach halt daran, ob sie jetzt aus dem Klassenraum von den Polizisten persönlich geholt wurde oder ob die Polizisten am anderen Ende des Ganges standen oder erst im Lehrerzimmer auf sie gewartet haben. Das war das große mediale Ding, was da ausgefochten werden musste. Denn ja? Du brauchst dir nur irgendwas, ne? Du brauchst dir nur irgendeine Kleinigkeit und kannst kommen mit alles fake. Alles fake, AfD, richtig, fake, so stimmt alles nicht. Also zumindest die ganze Sache unglaubwürdig machen, ne? Und die Frage ist halt, was spielt das für eine Rolle, wenn wir es hier mit einem Schuldirektor zu tun haben, der die Polizei ruft, weil eine Schülerin Deutschland ihre Heimat genannt hat? Ja, damit sorgen sie auch schon dafür, dass gewisse Outlets, gewisse Journalisten und so weiter, die an sich Interesse an sowas hätten, bei der Welt oder so, das nicht anfassen, einfach nur, weil bei denen halt ins Gedächtnis übergeht, irgendwas daran ist fake. Irgendwas was daran ist fake, also besser nicht daran verbrennen, bevor das Ganze dann enttarnt wird als ein einziger Fake. Gut, heute hat die Junge Freiheit dann nochmal ein Interview geführt, diesmal mit Mutter und Tochter zusammen und einen Teil davon habe ich für euch, wie vorhin schon angekündigt, eingesprochen. Wir sehen uns dann gleich wieder. Loretta, wie geht es dir? Inzwischen wieder gut. Die Solidarität, die mir in den sozialen Netzwerken von vollkommen fremden Menschen zuteil wird, überwältigt mich. Frau B., SPD-Innenminister Christian Pegel sagte am Donnerstag im Landtag, dass bei dem Polizeieinsatz gegen Loretta die Verhältnismäßigkeit gewahrt worden sei. Ich bitte Sie, meine Tochter wurde vor aller Augen quasi abgeführt. Und Herr Pegel meint, sie wäre ja schließlich nicht in Handschellen gelegt worden. Das ist zynisch. Junge Freiheit? Die Polizei verteidigte sich damit, dass die Mitschüler in Lorettas Klasse die Beamten gar nicht wahrgenommen hätten. Lorettas Mutter? Zahlreiche Schüler waren Augenzeuge. Zu keiner Zeit hat man sich scheinbar Gedanken darüber gemacht,
wie man die Angelegenheit diskret und anonym besprechen könne. Dann fragt die junge Freiheit Loretta, wie war es wirklich? Loretta antwortet, meine Mutter hat recht. Ich habe die stechenden Blicke aller auf mir gespürt. Es war das absolut Peinlichste, was mir je geschehen ist. Lorettas Mutter, man kann unsere konservative politische Meinung kritisieren, man kann sie ablehnen, falsch und verwerflich finden. Wir respektieren das. Aber wegen der Meinung einer Schülerin die Polizei zu rufen, das ist doch einfach nicht zu fassen. Sie dann auch noch aus dem Unterricht zu holen und wie eine Straftäterin quer durch die Schule zu eskortieren und obendrein hinterher in der Presse zu verbreiten, es sei notwendig gewesen, eine Art Gefährderansprache ihr gegenüber durchzuführen. Und so eine vollkommen unschuldige Minderjährige vor aller Welt als potenzielle Kriminelle darzustellen, machen sich diese Leute eigentlich klar, was sie da tun? Junge Freiheit, laut Landespolizeigesetz von Mecklenburg-Vorpommern ist eine solche Ansprache gerechtfertigt, um Gefahren abzuwehren, durch die die öffentliche Sicherheit oder Ordnung bedroht wird. Lorettas Mutter, die politische Meinung meiner Tochter bedroht nicht die öffentliche Sicherheit oder Ordnung. Mein Gott, sie hat vor mehreren Monaten bei TikTok ein Schlumpfvideo und eine Deutschlandkarte gepostet. Die junge Freiheit fragt, Loretta, warum hast du das gemacht? Weil ich die AfD ein bisschen supporten wollte, weil die doch sonst überall niedergemacht wird. Das finde ich unfair. Also habe ich ein paar Schlümpfe zusammen mit einer Deutschlandkarte gepostet, auf der je nach AfD-Landtagswahlergebnis die Bundesländer verschieden intensiv blau gefärbt sind und dazu geschrieben, die Schlümpfe sind blau und Deutschland auch. Das kann unmöglich alles sein, schreibt hier die junge Freiheit. Das würde jeder normale Mensch auch so sehen. Das kann unmöglich alles gewesen sein. Loretta antwortet, ich habe auf TikTok auch gepostet, dass Deutschland nicht nur ein Ort ist, sondern dass Deutschland Heimat ist und das sogar für viele Nationalitäten, die in diesem schönen Land leben. Junge Freiheit, bitte Loretta, wenn eine 16-Jährige meint, dass Deutschland ihre Heimat ist, dann, da hat deine Mutter recht, stellt das keine Bedrohung der öffentlichen Sicherheit dar. Also, was ist zum Beispiel mit Aufrufen zu Gewalt, zum Umsturz, zum Hass auf Minderheiten oder Volksverhetzung? Frau B., ich bitte Sie, was glauben Sie denn, was Loretta für ein Mensch ist? Junge Freiheit, es muss doch etwas vorgefallen sein, das einen solchen Polizeieinsatz rechtfertigt. Loretta, von Volksverhetzung haben die Polizisten gesprochen. Inwiefern? Fragt die junge Freiheit. Loretta antwortet, na wegen der Schlümpfe, der Deutschlandkarte und Heimat. Das ergibt keinen Sinn. Ja, ich weiß nicht, wer das Interview geführt hat. Das muss jemand mit wachem Verstand gewesen sein. Das ergibt in der Tat keinen Sinn. Loretta, ich habe noch andere Sachen auf TikTok gepostet, etwa, dass Alice Weidel mein Vorbild ist oder das Zitat Björn Höckes, ihr erzieht eure Kinder zu Schafen und lasst Wölfe ins Land, weil ich als Mädchen genau davor Angst habe. Aber die wurden von den Polizisten nicht genannt. Junge Freiheit, erzähl doch mal von Anfang an, was ist genau passiert. Wir kommen jetzt zu dem Part, wo sie nochmal erläutert, wie das genau abgelaufen ist mit den Polizisten. Und danach würde ich das hier auch abbrechen, denn es handelt sich hier um einen Premium-Artikel und ich würde mich natürlich freuen, wenn ich euer Interesse geweckt habe und ihr bei der Jungen Freiheit mal vorbeischaut und am besten ein Abo dalasst. Die Junge Freiheit ist wirklich ein korrekter Laden. Also, erzähl doch mal von Anfang an, was ist genau passiert. Loretta, es war am 27. Februar, einem Dienstag, so kurz vor 10. Wir hatten gerade Chemieunterricht, Säuren und Basen. Da sehen wir durchs Fenster, wie ein Polizeiwagen vorfährt. Drei Beamte steigen aus. Sie betreten die Schule. Kurz darauf steht Schuldirektor Zimmermann in der Tür. Junge Freiheit. Das heißt, anders als die Junge Freiheit zunächst online berichtet hat, haben die Beamten den Raum nicht betreten. Loretta, nein. Sie blieben im Flur und Herr Zimmermann hat mich rausgebeten. Junge Freiheit. Hatten sich die Beamten tatsächlich so diskret im Hintergrund gehalten, dass sie für deine Klassenkameraden nicht zu sehen waren, wie die Polizei behauptet? Loretta, nein. Das stimmt nicht. Es klopfte an der Tür und der Zimmermann trat herein. Die Tür wurde dabei von ihm so weit geöffnet, dass der Rest der Klasse deutlich wahrnehmen konnte, dass dort drei Beamte stehen. Alle dachten wir, was ist jetzt los? Und dann fiel mein Name. Da schwante mir sofort, worum es ging. Junge Freiheit, wieso, wenn deine TikTok-Videos harmlos waren? Loretta, weil sie das Einzige sind, was man mir überhaupt vorwerfen könnte, da es meine Posts für die AfD waren und man diese ja gerne als verfassungsfeindlich bezeichnet. Also bin ich rausgekommen und dann ging es zum Lehrerzimmer. Ein Polizist vor mir, einer hinter mir, einer seitlich und auf der anderen Seite halb schräg Herr Zimmermann. Junge Freiheit, wie bei einem Verdächtigen, der versuchen könnte zu fliehen,
Loretta, so kam es mir schon ein wenig vor. Ja, so wäre es mir auch vorgekommen. Übrigens, das Interview ist lang. Es lohnt sich noch, wer da Interesse hat. Ich habe gerade mal so ein Drittel ungefähr vorgelesen. Also schaut mal bei der Jungfreiheit vorbei. Und wir kommen jetzt zu einem Versuch der Schadensbegrenzung des Polizeipräsidiums Neubrandenburg. Ja, wie gerade schon erwähnt, hat sich das zuständige Polizeipräsidium in Schadensbegrenzung versucht. Auf Twitter haben sie geschrieben, aus gegebenem Anlass möchten wir bei dem Sachverhalt an einer Schule in Riebnitz-Damgarten darum bitten, die Persönlichkeitsrechte aller Beteiligten zu wahren. Der Aufruf zu Straftaten, Beleidigungen oder ähnliches kann strafrechtlich oder ordnungsrechtlich verfolgt werden. Danke. Also nach diesem völlig abartigen Vorgang wendet man dann hier die bekannte Taktik der Schuldumkehr an. Nicht der Vollidiot ist der Vollidiot, sondern derjenige, der dem Vollidioten mitteilt, dass er ein Vollidiot ist, der muss damit rechnen, straf- oder ordnungsrechtlich verfolgt zu werden. Ja, und das Bild dazu ist dann die Schule mit der Sprechblase und dem Herz. Ja, hier müssen sich doch alle lieb haben. Ne? Nachdem Direktor die Polizei gerufen hat, weil er aus irgendeinem Grund auf dem TikTok-Kanal seiner 16-jährigen Schülerin ein Video gefunden hat, das ihm nicht passte mit Schlümpfen, bitte alle nett bleiben. Ja. Für den Post des Polizeipräsidiums gab es übrigens 359 Likes. Für zahlreiche Antworten gab es deutlich mehr Likes. Ein Beispiel ist Acheta Domesticus. Der schrieb zum Beispiel, welcher Notfall lag vor, als man das Kind mit drei Polizisten aus dem laufenden Unterricht abführen musste. Sowas muss man doch irgendwie rational und rechtlich begründen können. Und nicht einfach nur, weil ein Schulleiter ein politisches Exempel statuieren wollte. Und dafür bekam er dann dreimal so viele Likes. Die Antwort darauf, die ist nochmal interessant. Es wurde niemand abgeführt. Alles nachzulesen in unserer Pressemeldung. Die zentrale Frage war, welcher Notfall davor lag. Wieso war die Situation so ernst, dass man dann mit drei Polizisten ankommen muss? Und die Antwort lautet, es wurde niemand abgeführt. Alles klar. Selbst Elon Musk kennt jetzt übrigens die Geschichte von Loretta, ein Ralf Schöllhammer, hat die Geschichte nochmal in englischer Sprache gepostet und Musk hat dann dazu geschrieben, ehrlich, das ist alles? Und ja, Elon, das ist wirklich alles. Ja, Deutschland als Heimat bezeichnen und ein Schlumpfclip mit Bezug zu einer demokratisch gewählten Partei herzustellen, reicht heutzutage aus, damit in Deutschland ein Schulleiter die Polizei ruft, die dich anschließend vom Klassenzimmer bis zum Lehrerzimmer eskortiert und dir dann erklärt, dass zwar keine Straftat vorliegt, du aber keine Straftaten begehen darfst. Ja, das war's zu Loretta. Übrigens, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, der Artikel von der Jungfreiheit, der lohnt sich, dieses Interview, Loretta ist sehr basiert. Die Mutter übrigens auch, ja. Also wirkt wie eine sehr, sehr sympathische Familie, die hat es verdient. Ich danke vielmals. Ja, und spannend wird auch die Klage dann, ne? Die Klage gegen den Schulleiter, wahrscheinlich dann auch gegen die Behörden, wegen ihrem Vorgehen, ne? Wird interessant, ob man da den ja, nochmal ordentlich auf die Füße treten kann. Mann, da gab's auch von dem, wer war's, der, ich glaube, Innenminister, SPD-Mann, der bei dieser Pressekonferenz dann wieder, es war halt so wieder das übelst selbstgefällige, das geht alles hier seiner geregelten Ordnung nach und so. Es war der letzte Scheiß, den dieser Mann da abgesondert hat. Zumal nochmal, also nicht mal der Verdacht einer Straftat lag bei einem dieser Videos vor. Nochmal, ich wundere mich, wie war das? Also der Schuldirektor greift zum Telefon und sagt, hallo Polizei, ich habe hier eine Schülerin, die postet Videos auf TikTok. Da sind Schlümpfe zu sehen und dann eine Karte gemäß der Abstimmung bezüglich der AfD in den einzelnen Bundesländern. Ja, und die Polizei rückt an in der Schule. Ne? Die sagt dann nicht, keine Ahnung, eine Woche später mal zu Hause Bescheid oder schreibt einen Brief richtig, oder irgendeinen Scheiß oder richtig. Guckt sich das vielleicht vorher erstmal an. Nein, die rückt aus. Das wäre noch in Ordnung, wenn die gerade tatsächlich Langeweile haben, die Polizisten, dass die sagen, komm, dann fahren wir doch kurz zur Schule. Dann lässt man sich erstmal vom Schuldirektor zeigen, worum geht es hier eigentlich, um dann diesen Mann auszulachen und zu sagen, Entschuldigung, guter Herr Zimmermann, netter Versuch, wir werden Ihnen eine Rechnung schicken. Ja, das ist, keine Ahnung, Behinderung von Behördenarbeit oder so ein Scheiß. Ja, wir sind gerade nicht woanders vor Ort, wo wir möglicherweise gebraucht werden, weil wir hier sind, um uns Schlumpfvideos anzugucken. Das sind dann bitte einmal 8.000 Euro und keine Ahnung, irgendeine Strafe kommt noch oben drauf. Ne? Das hätte man erwartet in einem funktionierenden Rechtsstaat. Ja, leider nicht.
Damit wollen wir mal mit einem weiteren Hauptthema loslegen, und zwar mit dem guten Martin. Martin Sellner hat sich gestern angeschickt, einen Vortrag im Kanton Aargau im Westen von Zürich zu halten, in der Schweiz, mit der Jungen Tat in Zusammenarbeit. Und dabei sollte es um sein Buch gehen, das Buch Remigration, auch die Repressionsmaßnahmen, die ihm in Deutschland schon widerfahren sind. Hier wurde mir auch schon die Einreise verwehrt. Und ja, da ging es dann ähnlich los. Einreiseprobleme deuteten sich an, allerdings blieben die Behörden sehr vage, was das anging. Und eigentlich sollte das Ganze in der Region Zürich stattfinden. Man stieß dort allerdings auf Probleme. Hier ein kleiner Clip, in dem sie das erklären. Ist jetzt wahrscheinlich nicht so toll mit der Eisenbahn, ja. Da können Sie mich aufhalten. Boot wäre eine Möglichkeit. Also das wäre natürlich auch nicht schlecht. Das ist natürlich nichtig. Wir planen keine Einreise von einem rechten Aktivisten, der bei uns einen Vortrag halten will. Und der findet nicht am 16. März statt und nicht in Zürich. Und man kann sich nicht über die Junge Tat Mail anmelden. Okay. 16.03. Vortrag in Zürich in der Schweiz über Remigration. Ich komme, Zahnbürste ist parat, und wenn die Fatball glaubt, sie können uns an der Einreise hindern, dann haben sie sich geschnitten. Selbstverständlich kann die Remigration nicht aufgehalten werden, genauso wenig wie meine Person an der Grenze. Meldet euch bei der Jungen Tat und wir sehen uns beim Vortrag in Zürich. Ja, diese nebulösen Einreisepläne, die da besprochen wurden, quasi die Schleuserpläne beim Geheimtreffen, das war damals noch ein Witz. Wie sehr sich der verwirklichen sollte, das wussten sie damals noch nicht. Jedoch kam zunächst als Knüppel zwischen ihre Beine, dass Zürich ihnen untersagte, diese Rede da abzuhalten. Vielleicht magst du mal darauf eingehen, dass wie das mit dem Kanton Zürich war, ja? Wenn du es möchtest. Ja. Der Kanton Zürich hat ja tatsächlich, ich sag's mal, ein Gesuch eingereicht, dass dir die Einreise verwehrt wird, respektive eine Einreisesperre ans Fedpol und an die Behörden gestellt. Ich sag's mal so, die Presse hatte dann relativ stark Welt gemacht. Ich glaube, Zürich hat dann auch klar gesagt, das kann nicht stattfinden im Kanton Zürich. Zürich hat uns tatsächlich klar gesagt, also die Kantonspolizei hat uns klar gesagt, und das ist wirklich schon ein krasses Eklat, die Veranstaltung, die wird politisch nicht geduldet. Also es geht hier nicht um, keine Ahnung, auch Sicherheit und so weiter und so fort, sondern sie wird politisch nicht geduldet. Das war der Wort. Politisch nicht geduldet ist eigentlich auch eine Vokabel, die ich eher erwartet hätte im Land wie China. Das ist so ein bisschen das Thema der heutigen Folge. Ne? Auch die Ereignisse da mit der 16-jährigen Schülerin würde man eher in China oder Russland oder Nordkorea oder so erwarten. Tja, im Kanton Aargau sollte es dann stattdessen stattfinden. Allerdings blieb trotz diversen Versuchen, das herauszufinden, von Martin offen seitens der Behörden. Er hat sie angerufen, E-Mails geschrieben, Briefe geschrieben und so weiter, ob er überhaupt einreisen durfte. Daher hat man sich dann für eine, sagen wir mal, etwas unkonventionelle Art der Einreise entschieden, bei der die Behörden nichts sagen konnten. Servus Leute, liebe Grüße aus im Moment der Schweiz. Ich bin hier mitten am Bodensee, wirklich herrlicher See. Man könnte fast neidisch werden. Ich meine, was haben die Schweizer nicht? Ja? Sie haben die Alpen, sie haben Schokolade, sie haben Fondue, Kuckucksuhren und sogar den Bodensee. Und für ja, den letzten Abschnitt des Weges haben wir uns entschlossen, dass es das sicherste wäre, für meine Einreise in die Schweiz den Seeweg zu nehmen. Ich habe ganze Deep in Europe Flashbacks, ja, also erinnere mich ein bisschen zurück an meine Mittelmeermission, auch wenn der Bodensee natürlich mit dem Mittelmeer nicht ganz vergleichbar ist. Der Wellengang war erträglich, ich habe es geschafft, ja. Küstenwache ist auch nicht in Sicht, und ich kann allen Leuten empfehlen, der Bodensee ist ein sicherer Weg, in die Schweiz einzureisen. Capo und Fatball haben mir noch nicht geantwortet, also noch unklar, ob ich einreisen darf oder nicht. Servus Martin! Grüß euch! Servus! Das ist die richtige Seite. Ja, ich weiß nicht. Das muss ich auch. Die Dinge hast du gesehen, oder? Fatball, Cupball, irgendwo unterwegs, hier, oder? Nein. Alles klar. Ja, eine ruhige Überfahrt, war doch keine Verkurierbrote oder sonst was. Kannst du mal das Foto nehmen? Gerne. Merci, danke schön. Und kann allen Leuten, die Sorge haben wegen ihrer Einreise in die Schweiz, empfehlen, über den Bodensee kommt man sicher und gut rein. Ein Fluchtweg, an dem die Presse einigen Anstoß nahm, etwa die Kaxservetes von der NZZ, der Neuen Zürcher Zeitung, also sogar einer Schweizer Zeitung, sprachen davon, wie pietätslos das wäre. Man hätte sich hier die Flüchtlinge auf dem Mittelmeer verhöhnt und auch die Schweizer Sicherheitsbehörden. Mir kommen die Tränen, Alter. Die NZZ, ne? Es gibt Leute, die halten die für basiert. Und auch interessant fand ich, die haben das für voll genommen, die Medien. Auf jeden Fall viele von denen, so etwa Watson. Sellner präsentiert sein neues Buch über Remigration. Dies, nachdem er auf Twitter seine Flucht in die Schweiz, also nicht mehr in Anführungszeichen Flucht, seine Flucht in die Schweiz über den Bodensee in einem Schlauchboot dokumentiert hatte. Hier haben wir 20 Minuten, das ist sowas wie ja, die Bild-Zeitung oder ein Äquivalent der Bild-Zeitung aus der Schweiz. Ob er tatsächlich mit einem Boot in die Schweiz, in der Schweiz ankam, ist unklar.
Also die konnten das ums Verrecken nicht heraus. Ich habe sogar tatsächlich eine Anfrage gemacht bei Martin, habe auch eine Antwort bekommen. Martin konnte das allerdings auf Anfrage weder bestätigen noch dementieren. Also wir müssen euch da auf die Folter spannen, ob Martin wirklich im Boot über den Bodensee in die Schweiz gepaddelt ist. Tja, trotz all dem Gezeter in der Presse und der Unklarheit darüber, ob die Behörden ihn überhaupt einreisen lassen würden, fand der Vortrag dann statt und endete so. In der Bettbesonderung, dass er Mensch gemacht ist, steckt auch eine große Erleichterung. Egal. Haben wir zuerst den Strom abgedreht? Zeit verlangt von uns, dass wir die Veranstaltung auflösen. Sie werden auch jetzt den Raum betreten. Wir haben uns nicht zu Schulden lassen, kommt ihr zumindest nicht. Wir werden die Veranstaltung auflösen. Jeder wird. Ja. Handy ist drauf. Handy ist drauf. Aber dann jetzt sofort Handy ist drauf. Ich hoffe, dass wieder Meinungsfreiheit und Vernunft in die Schweiz einkehrt. Bevölkerungsaustausch findet statt und Remigration ist die Lösung. Besonders lustig fand ich das Gesicht, das der Polizist gemacht hat, dem dann die Ehre zuteil wurde, ihn wirklich da zu packen und abzuführen. Hier sehen wir es nochmal. Der sieht selber nicht so begeistert aus über die Situation. Er sieht aus, als wenn er sich im falschen Film fühlen würde, als wenn er auch nicht gerade stolz darauf wäre, was er da machen muss. Mich erinnert das Ganze etwas an dieses Meme von dem bedröppelt dreinguckenden Affen, dieser Affenpuppe aus, ich glaube, irgendeiner asiatischen Fernsehsendung oder so. Ich habe das mal umgebaut, sodass das Meme dem Polizisten etwas mehr ähnelt. Tja, was war passiert? Martin wurde aus dem Kanton Aargau ausgewiesen und zwar in den Kanton Zürich, wo er den Vortrag nicht halten durfte und die Veranstaltung musste aufgelöst werden, weil die Polizisten vor Ort sagten, sie politisch nicht geduldet wäre, wieder dieselbe Vokabel und nachher im Bericht stand, weil sie die öffentliche Ordnung gefährdet. Ich bin wieder in Freiheit, in relativer Freiheit eigentlich, nur ich habe hier meinen Ausweisungsbescheid auf die Beamtung gemeint, das kam, glaube ich, jahrzehntelang nicht mehr vor. Ich werde abgeschoben im Moment auf den Kanton Aargau. Also ich sitze im Auto jetzt bei Patrioten, Schweizer Patrioten. Das wurde mir genehmigt, Gott sei Dank auch ohne Handschellen. Diesmal bei dieser Fahrt. Und wir werden von der Polizei eskortiert bis über die Kantonsgrenze. Ich werde abgeschoben, ein Pushback, der stattfindet, zum ersten Mal seit langer Zeit, von dem Kanton Aargau in den Kanton Zürich. Also ich danke der Zürcher Polizei und Kantonspolizei, dass ich dort offenbar Unterschlupf bekomme für eine gewisse Zeit. Das mit der öffentlichen Ordnung wird Martin in dem Clip, der gleich kommt, noch etwas ausführen und dann darauf zu sprechen kommen, inwiefern sie sich da ein großes, großes Ei gelegt haben mit dieser Handhabung der Situation. Hier nur nochmal der Nachweis, das hier sind die Dokumente der Behörden und darin heißt es als Begründung für die Auflösung und die Abschiebung von Martin Sellner für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit. Es ist davon auszugehen, dass es auf dem Gebiet des Kanton Aargau zu weiteren Kundgebungen kommen könnte. Ja, da musst du natürlich direkt jede Rede absagen, wenn es möglich wäre, dass da irgendwelche Kundgebungen gibt, wahrscheinlich dann von Antifa-Natur. Das meinen sie damit, dass da irgendwelche Antifas kommen und Steine werfen oder irgendwas. Und anstatt dann Leute zu schützen, deren freie Rede so unterdrückt werden soll, wirft man die einfach aus dem Kanton raus und gut ist. Hier nochmal ein kleiner Clip, in dem Martin näher darauf eingeht. Das ist ein Armutszeugnis und mich ärgert auch ganz besonders, dass die Fatpol und Carpol mir nicht vorher gesagt hat, dass ich nicht kommen darf. Ich habe wirklich mit den minutenlang telefoniert, ihnen Briefe geschrieben, eingeschrieben, sie angeschrieben via E-Mails und sie haben mich da tatsächlich in ein offenes Messer laufen lassen. Ich glaube aber, dass es eher nach hinten losgegangen ist. Denn wenn ich ein Schweizer wäre, selbst wenn ich ein Linke- oder Mitte-Typ wäre, hätte ich heute Abend nur ein Interesse, nämlich die Frage, was ist so krass an dieser Person, was ist so krass an diesem Thema, dass man diese Person tatsächlich abschiebt. Diese Person und nicht die ganzen Islamisten, Gewalttäter, nicht jenen IS-Anhänger, der in Zürich einen Israeli angestochen hat. Diese Repression ist für uns Treibstoff. Diese Repression ist die Welle, auf der wir surfen. Sie ist völlig überzogen und absurd. Je und plötzlich haben die globalen Eliten Angst davor, dass die Leute aufwachen. Sie haben Angst vor einer Krisenphase, die sie selber herbeiführen durch ihre absurde Sanktions-, Klima- und sonstige Politik. Und sie wollen die patriotischen Kräfte, die Stimmen, die Unmut,
organisieren könnten, zu echten demokratischen Protest, wollen sie jetzt vor ausschalten, exilieren oder mit Einreiseverboten belegen. Ich hoffe, das macht Schule und ich hoffe, dass Kantone nachziehen und zeigen, dass sie ihre Grenze schützen können. 50.000 nur im letzten Jahr 2023, aber einer, ein einziger, ich, führt zu einem Pushback und einer hochnotpeinlichen Zurückweisung, weil ich die öffentliche Ordnung gefährde durch den Begriff der Remigration. Es ist eigentlich schier unfassbar, was für ein Publicity-Werkzeug, was für eine Publicity-Wunderwaffe, was für ein Joker sie Martin hier an die Hand gegeben haben. Er muss eigentlich nur noch nach Deutschland oder in die Schweiz und vielleicht auch andere europäische Länder, ne? Vielleicht werden die dem Beispiel folgen. Vielleicht ist jetzt jeder rechtsextrem, der Martin Sellner reinlässt. Einfach nur da einreisen und zack, kann er ja enttarnen, was für ein absurdes System den Westen beherrscht, ne? Wo jemand, der die Zustände kritisiert, sofort ausgewiesen wird und jeder, der diese Zustände verursacht, wird einfach reingelassen, scheiß drauf, von mir aus zum 5. Mal reingelassen, wenn er überhaupt schon mal abgeschoben wurde. Martin hat dann natürlich auch die Chance, so wie hier gerade im Clip gesehen, das Ganze immer festzumachen an irgendeinem aktuellen Fall, wie hier von dem Juden, der niedergestochen wurde in Zürich, und das dann halt als ja, Präsentation oder das dann als Beispiel zu nehmen für die Zustände, die herrschen, und dann wird er abgeschoben wieder, ne? Er wird als einziger abgeschoben, keiner von denen, die diese Zustände herbeiführen, wird abgeschoben. Und ja, Martin hat seinen Punkt gemacht und kann fröhlich nach Hause fahren, denn ernsthaft juristisch an den Kragen können sie ihn dafür ja sowieso nicht. Was wollen sie denn machen? Ne? Übrigens, wo wir über juristische Konsequenzen reden, das war wohl nicht Plan A der Behörden. Die haben es erstmal milder versucht zu verhindern, dass er da diesen Vortrag halten kann. Sie haben es erstmal versucht, über Druck auf den Vermieter der Liegenschaften, also dieses Gebäudes, wo das stattfinden sollte, die dann tatsächlich auch, wovon Martin zum Zeitpunkt vom Vortrag überhaupt keine Kenntnis hatte, gegenüber den Leuten der jungen Tat den Vertrag gekündigt hatte. Die haben dann drauf geschissen. Also die haben gesagt, wir machen es trotzdem. Was auch wieder zeigt, das System will nicht wirklich als tyrannisch dastehen. Ne? Selbst wenn es immer tyrannischer wird, selbst wenn es manchmal so wirkt, als wäre ihnen das jetzt egal, sie versuchen es immer auf die mildeste Variante, versuchen immer irgendwie einfach durch Druck auf die richtigen Stellen das Ganze zu verhindern. Und sie ärgern sich eigentlich, wenn sie derart durchgreifen müssen, weil sie dann halt aussehen, nicht nur wie Clowns, sondern wie tyrannische Clowns. Und das zeigt halt auch, wie wichtig es ist, dass alle Glieder der Kette, die an so einer Sache mitarbeiten, immer stabil bleiben, egal was für ein Druck kommt, ne? Dann blamieren sie sich. Wenn das Glied, sagen wir, der jungen Tat, der Verantwortlichen da, nicht stabil geblieben wäre, wenn die gesagt hätten, ist uns zu heikel, dann wäre dieser Riesen-Stunt niemals gelungen. Ne? Dann wäre niemals diese Öffentlichkeit wieder für sein Buch erwirkt worden, dann wären wir niemals noch mehr neue Leser und noch mehr Aufmerksamkeit auf das Konzept von Remigration gelenkt worden. Das wäre dann alles nicht passiert. Insofern ist eigentlich eine große White Pill. Zum einen, dass das Kacken oder das Nicht-Kacken, besser gesagt, dazu führen wird, dass das System sich immer mehr entlarvt. Und zum anderen auch, was Martin persönlich betrifft, er war ja quasi eine Unperson geworden und das auch wirklich effektiv, wirklich funktionierend für, ich weiß nicht, 3 Jahre oder so, ne, nach Christchurch. Danach haben sie ihn zur Unperson gemacht, er wurde überall gecancelt, hat alles verloren, er hat sowieso schon hunderte Bankkonten verloren, wurde dann noch überall deplattformt, konnte streamen vor ein paar hundert Leuten auf D-Live erst und ich glaube inzwischen vor allem Rumble. Und er hat einfach ja die Zähne zusammengebissen, hat weitergemacht, hat nie gekackt, hat sich nie entschuldigt, hat nie gesagt, ja gut, dann machen wir es jetzt anders. Nee, wir machen genauso weiter. Die können uns am Ende nichts tun. Und ja, das war dann am Ende sein Phönixaufstieg aus der Asche. Ne? Jetzt ist er wieder eine enorm relevante politische Figur, die ernsthaft etwas im Diskurs bewegt. Auch so ein Beispiel im Kleineren dafür wäre Matt Walsh, vor allem für den sich nicht entschuldigen Part. Er hatte ja auch einen großen Cancel-Shitstorm, teilweise sogar mitgetragen von Leuten aus der rechten Szene, weil seine Videos gegen Dylan Mulvaney, also den Typen, der ja hauptberuflich Frauen erniedrigt, hauptberuflich sich über Frauen lustig macht, indem er so tut, als wäre er ein kleines Mädchen, ja, der hatte zugeweine Videos über den gemacht und dann wurde versucht, ihn halt zu maßregeln und unter Druck zu setzen, bis er davon abrückt, sich entschuldigt und sich halt rituell demütigen lässt, hat das nicht gemacht. Im Gegenteil, hat gesagt, euch, ihr seid geisteskrank und bösartig. Was ich mache, ist genau richtig. Und wo ist Matt Walsh heute? Was ist passiert? Überhaupt nichts ist ihm passiert. Ne? Am Ende, ich meine, war das nicht ein Punkt früher von Proletopia, als er noch auf der Woken-Seite war? Kann sich nur selber canceln. Matt Walsh YouTube-Kanal hat früher etwa $100.000 Umsatz pro Monat gemacht und die haben ihn die Werbefreigabe komplett gekündigt, weil er Leute deadnamed und mit den falschen Pronomen anspricht und so eine Geschichte. Und ich meine, das Ding ist bis heute nicht gelöst. Also der
Kanal ist entmonetarisiert. Dennoch ist er eine enorm relevante Figur geblieben. Ne? Oh ja. Und ich meine, was ist die Alternative? Und das sind eben die Schwierigkeiten, die auch auf den Martin Sellner zugekommen sind. Wenn er dann sagt, ja gut, ich passe jetzt einfach meine gesamte Botschaft an, spreche die Wahrheit nicht mehr aus, dann bist du am Arsch. Ne? Dann wirst du dich so kastrieren, dass irgendwann sich niemand mehr für dich interessiert. Du musst halt rote Linien haben, an denen du stehen bleibst. Genau das hat Matt Walsh gemacht und so ist Matt Walsh bis heute eine mehr als relevante Figur, die ernsthaft das Geschehen in der Öffentlichkeit beeinflussen kann. Tja, wie sehr ging die gesamte Geschichte am Ende in die Hose für die Linken? Hier haben wir eine Parallele zu dem Fall mit dem 16-jährigen Mädchen, für das wir heute Spenden sammeln. Elon Musk hat die Sache aufgegriffen. Er hat darunter gepostet, is this legal? Also unter einem Post von Martin Sellner, den er nochmal auf Englisch verfasst hat, was sich offenbar sehr anbietet inzwischen. So war es ja auch gekommen bei der 16-Jährigen, dass Elon Musk davon Kenntnis bekommen hat. Was dann natürlich auch heißt, die Medien wurden panisch, die Medien kamen wieder mit großen Artikeln darüber, oh, Elon Musk und Sellner stecken unter einer Decke. Ja, ich denke auch inzwischen, sie haben da gewissermaßen recht mit, ne? Also Elon Musk hat jetzt solche rhetorischen Fragen ein, zweimal zu oft unter genau die richtigen Posts von genau den richtigen Leuten gesetzt, als dass er nicht wesentlich mehr begreift, als er in der Öffentlichkeit kundtut. Und linken Journalisten wie etwa einem Lennart Pfahler geht mit einem unglaublichen Karacho seitdem der Arsch auf Grundeis. Er hat dazu gepostet, Martin Sellner, Handshake-Emoji Elon Musk. Vor ein paar Jahren hätte man das für einen Witz gehalten. Gruselig. Tja, gruselig wird's noch werden, mein lieber Freund. Vor allem, wenn es so weitergeht. Ist wirklich unglaublich, ne? Was auch der Account von Martin auf Twitter ausmacht. Was für ein Gefahrenpotenzial, ja, für das Narrativ darin steckt. Wahrscheinlich ist das Kaufen von Twitter seitens Elon Musk und die Herstellung von einem Mindestmaß an Meinungsfreiheit dort das bedeutsamste Ereignis der letzten paar Jahre im politischen Raum. Ne? Ja. Es hat die Landschaft nachhaltig verändert. Alles klar, das war's. Den nächsten unvergesslichen Abend werden wir erleben. Nächste Woche Sonntag, wie immer, live um 18 Uhr hier auf diesem Kanal oder auf Getter. Bis dann, haut rein und macht's gut.